Die 4-3-3 ist eine super Formation mit richtig viel Potenzial, wenn du die richtigen Taktiken und Spielanweisungen nutzt. Los geht's direkt in der defensiven Taktik und hier Druck nach Fehlern, denn wir wollen richtig Power machen. Die 4-3-3 ist eine sehr, sehr breite Formation und deswegen machen wir die ein bisschen enger und gehen hier auf 40. Weil wir Druck nach Fehlern eingestellt haben, wollen wir natürlich mit Power auch aggressiv sein, nicht übertrieben hinten rauslaufen, aber trotzdem die Tiefe auf 57, weil wenn wir zu weit hinten sind, unter 55, dann macht das Druck nach Fehlern überhaupt keinen Sinn mehr. Diese 4-3-3-4 finde ich am allerbesten, aber du kannst diese Taktik leicht abgewandelt für jede 4-3-3, zum Beispiel auch für die normale 4-3-3 mit allen 3 ZMs auf einer Linie nutzen. Hier haben wir den Vorteil, den ZOM. Weiter geht's im Angriff und die Taktiken ergänzen sich hier. Wir haben Druck nach Fehlern und wir wollen hier langer Ball im Spielaufbau. Das heißt, wenn wir den Ball bekommen, wollen wir schnell nach vorne. Weniger als 10% von euch sind Abonnenten. Wenn ihr mehr Tipps und Taktiken braucht, jetzt abonnieren. Im letzten Drittel die Chancenerarbeitung. Läufe in die Spitze, damit der Stürmer, der ZOM, die beiden Flügel immer wieder vorstoßen in die Mitte und dort im Strafraum dann schießen zu können. Spieler im Strafraum, da stellen wir hoch auf 7. Dadurch stellen wir, wie gleich mit den individuellen Spieleranweisungen, die wir uns gemeinsam anstauen, sicher, dass, wenn der Ball zum Beispiel auf der rechten Seite ist, der ZOM, der linke Flügel, dass die mit in den 16er gehen. Und genauso, wenn der Ball links ist, dass dann rechts der Spieler mit reingeht. Ecken auf 1, Freistöße auf 1, so konservativ wie möglich. Spieleranweisung, ganz, ganz wichtig für die 4-3-3. Beide Innenverteidiger hinten bleiben bei Angriffen. Verpasse nicht deine Chance, endlich mehr Siege zu holen. Die FIFA Academy ist ein Videotrainingsprogramm mit detaillierten Tutorials, speziell zu den so wichtigen Grundlagen, die dir mehr Siege bringen. Werde jetzt Mitglied über den ersten Link in der Videobeschreibung und sichere dir deine Chance für bessere Weekend League Ergebnisse. Auch Linksverteidiger und Rechtsverteidiger stellen wir ein auf hinten bleiben bei Angriffen. Und wir wollen, dass die eine übergreifende Laufart machen. Das bedeutet, dass die weiter außen sein werden als unsere beiden Flügelspieler, denn die wollen wir in den 16er treiben. Deine beiden ZMs, das sind zwei defensiv orientierte Spieler, ZMs, fast schon ZTMs. Deswegen stellen wir die auch ein auf hinten bleiben bei Angriffen. Die sollen wirklich vor der Abwehr absichern. Mit denen wollen wir wirklich verteidigen, bevor wir unsere Verteidiger manuell anwählen müssen. Deswegen am Strafraumrand für Flanken. Dadurch gehen sie weniger weit vor, als wenn wir einstellen würden für Flanken in den Strafraum. Das heißt, mit am Strafraumrand für Flanken sind sie weniger aggressiv vorne und werden dieser Rolle wirklich gerecht hinten abzusichern. Unser ZOM, der agiert hier wirklich wie ein zweiter Stürmer. Deswegen nimm hier offensive Spieler wie ein Bufal, nimm Neymar, wenn du mit einer anderen Startformation ins Spiel gehst und dann mit dem Steuerkreuz deine Taktik wechselst, dass du ingame zum Beispiel auf diese 4-3-3-4 kommst, dann behalten alle Spieler ihre Startchemie, sodass du auch diese Links-Rechts-Flügel auf ZOM spielen kannst. Der kommt auf vorn bleiben und für Flanken in den Strafraum, na klar, der soll ja als Stürmer arbeiten. Linker Flügel, rechter Flügel, beide gleich einstellen. In die Mitte ziehen, sodass wir wirklich 2, 3 Stürmer haben, dadurch, dass die mit vorne reingehen. Das wird unterstützt für Flanken in den Strafraum. Und gleichzeitig Defensive verstärken, damit die vorm Rechtsverteidiger, vorm Linksverteidiger auch so ein bisschen mit zurückkommen, mitarbeiten. Wir haben ja Druck nach Fehlern drin. Wir wollen also wirklich, dass die auch mal Druck machen auf den Gegner für schnelle Ballgewinne im Mittelfeld. Damit die jetzt auch wieder schnell mit nach vorne kommen, wenn sie wirklich mal hinten helfen, Abwehr überlaufen. Dadurch gehen sie sofort in Läufe und sind vorne anspielbar. Wir haben noch einen Stürmer, der kommt auf vorn bleiben, der kommt auf Abwehr überlaufen, damit er schnell vorne ist und unbedingt zentral orientieren. Der muss wirklich immer im Strafraum sein. Hier sind 7 Tipps, mit denen du sofort besser wirst. Schau dir jetzt dieses Video an. Wir sehen uns. Ich bin raus. Dein Marvin. Servus. Ciao, ciao.